So. Okay. Isabel wird von ihrem Mann heimgesucht. Naja, als Geist. Das heißt, Isabel tötet Edgar. Wie machen wir's? Vergiftet, die heiratet ihn. Erstmal heiratet Isabel Edgar. Dann Kämpfen. kämpfen. Sagen wir mal. Kämpfen, Edgar und Isabel. So. Dann vergiftet sie den Wein. Also erstmal, sie macht was mit dem. Oh je. Vergiftet Oh, den hier im Wein. Hintergrund gerade zu hören, der Tanz der Zuckerfee. Tschaikowski hat es gar nicht gemacht, das Ding. Den Nussknacker. Wer ist das? Tchaikovsky. Tchaikovsky, der hat ihn komponiert. Und da mochte eigentlich weder Kinder noch das Kind, ganze Kinderzeug. Und ausgerechnet der Nussknacker ist das bekannt. Ist das nicht ein bisschen ironisch? Sei es drum. Also, sie macht den Wein. Was macht Edgar? Trinken. Der trinkt den Wein, oder? So. Isobel? Ja. Und das nächste ist eigentlich einfach. Edgar kommt als Geist. So, haben wir eins gar nicht gebraucht. Eine Bild. Warum? Ja, brauchen wir ja nicht alles. Isobel begeht ein Verbrechen. Hat es doch aber jetzt schon gerade. Aber wir müssen erst einen Grund schaffen, warum sie ein Verbrechen begeht. Sie verlässt. So, nochmal. Also wie? Heiratet mit Lenora. Lenora. Als nächstes? Giftwein. Wieso? Also Isobel. Na, die muss es ja erst merken. Die muss ja erst zurückgewiesen werden. Also müssen wir hier so, müssen wir Ja, erst einen so, Grund so, schaffen. ja, so. Sonst ist es ja, das kannst du ja überall reinschreiben hier. Naja, und dann gibt es Gift und Wein und alles ist die Geschichte. Also, jetzt macht sie jedenfalls das Gift. Gift. Isobel. Isobel vergiftet. Ja. Ach so, ja. Und dann Wein. 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 Eleonora. Man hätte auch, Aber alle sind dem spaßenshalber, warte. Untergang geweiht. Alle sind im Untergang geweiht. Also, wir wissen, die Lenora liebt Edgar. Und die Isabel will mit Gift die Lenora töten. Was müsste denn jetzt passieren, damit die sich alle umbringen? Eine ganz typische Geschichte. Wird bei Shakespeare immer erzählt. Alle Geschichten von Shakespeare gehen so. Der Falsche trinkt den. Lenora sch Nee. Nein, Edgar trinkt den. Der Falsche trinkt den, das Gift. Pass auf, Edgar trinkt das Gift. Und? Und Ja. jetzt ist Lenora so traurig, dass sie auch Gift trinkt. Und Isabel. Halt. Und Isabel trinkt auch nochmal Gift. Dann sind sie alle tot. Klassischer Shakespeare-Plot. Ja, so funktioniert Check. Romeo und Julia funktioniert so. Da trinken die alle immer gegenseitig Gift und sind zur falschen Zeit am falschen Ort und am Schluss sind sie alle tot. Okay, das war das Kapitel 4. Neid. Wollen wir noch eins machen? Was, schaffst du noch eins? Ja, ich habe noch ganz viele. Nächstes Kapitel, Schönheit.